Hey, wie schön, dass du wieder hier bist. Heute zu dieser kompakten Hatha-Yoga-Stunde in der Shivananda-Tradition. Wir üben die abgewandelte Rishikesh-Reihe für Anfänger oder für alle, die etwas milder praktizieren wollen. Ich wünsche dir viel Freude beim Mitmachen und bitte dich, direkt in die Rückenlage für die Anfangsentspannung zu kommen. Streck alle Viere von dir. Lass deine Fußzehen locker nach außen fallen, leg die Arme ein ganzes Stück neben dir ab und dreh die Handflächen nach oben. Und schließe sanft die Augen und erlaub dir alles, was bis gerade eben noch war, nun weit hinter dir zu lassen. Lass auch alles Zukünftige noch weit vor dir, so dass du nun viel Raum hast, um im Hier und Jetzt zu landen. Spüre im gegenwärtigen Moment deinen Körper, wie er auf der Erde liegt, und nimm die Berührungspunkte mit der Unterlage wahr. Die Fersen, die Waden, einen Teil der Oberschenkelrückseiten, dein Gesäß, deinen oberen Rücken, die Schulterblätter, deine Arme, deine Handrücken und den Hinterkopf. Gib das Gewicht deines Körpers an den Boden ab und spüre, wie sich mit dieser angenehmen Schwere ein Gefühl der Entspannung in dir ausbreitet und du immer mehr zur Ruhe kommst. Vielleicht hilft dir das Bild einer kleinen Schneekugel, die man nach dem Schütteln auf den Tisch stellt und alle Schneeflocken schweben nach dem großen Herumwirbeln zum Boden und es kehrt Stille ein. Lenke die Aufmerksamkeit nun zu deiner Atmung. Beobachte, wie sich mit jedem Einatmen die Bauchdecke hebt und wie sie sich mit jedem Ausatmen wieder senkt. Einatmend dehnt sich der Bauch aus. Ausatmend senkt sich der Bauch und der ganze Körper sinkt noch etwas schwerer in die Unterlage hinein. Entspannt sich immer mehr. Lenke deine Aufmerksamkeit allmählich wieder in den äußeren Raum. Vertiefe den Atem etwas mehr und beginne dich zu bewegen. Ja, ganz achtsam die Finger, die Zehen, die Gelenke. Und wenn du magst, streck und reck dich. Dann stell die Füße nacheinander auf, dreh dich auf eine Seite und komm in deiner Zeit nach oben zum Sitzen. Gerne auf einem Kissen oder einem Block oder einfach so im Schneidersitz. Leg deine Hände bequem auf den Beinen ab und richte dich gut auf. Ich wiederhole nun dreimal das Mantra Om, den allumfassenden Klang und das Symbol für Verbindung. Es soll uns zentrieren und uns Ruhe schenken. Und wenn du möchtest, dann stimm gern mit ein oder atme ansonsten einfach dreimal tief ein und aus. Zuvor richte dich mit einem Einatmen noch einmal mehr auf und lass mit dem Ausatmen die Schultern entspannt sinken, löse den Kiefer. Und dann atme bequem ein für Om. Oh.
Wir sitzen nun noch 5 weitere Minuten für unsere Atemübung. Bleib entweder genauso sitzen oder passt deine Position noch einmal an, so dass sie sich stabil und entspannt zugleich anfühlt. Dann führe die rechte Hand zur Nase und leg Zeige- und Mittelfingerspitze zwischen die Augenbrauen, der Daumen außen am rechten Nasenflügel, der Ringfinger am linken. Für die Wechselatmung verschließ mit dem Daumen nun die rechte Nasenöffnung und atme durchs linke Nasenloch zügig und tief ein. Dann halte den Atem, verschließ beide Nasenlöcher. Öffne nur rechts und atme rechts langsam und ruhig wieder aus. Ganz leer werden, dann bleibt rechts offen, hier wieder einatmen, richte dich nochmal auf, halte den Atem am höchsten Punkt, entspann dein Gesicht, dann öffne links, atme langsam und kontrolliert aus, lass die rechte Schulter sinken. Wir machen das noch einige Male, links einatmen, circa 4 Sekunden lang, den Atem halten, ebenfalls ungefähr 4 Sekunden lang und dann rechts ausatmen, etwa 8 Sekunden lang. Bleib innerlich ganz gelassen, wenn der Rhythmus für dich nicht passt, mach da in deiner Zeit weiter. Rechts ansonsten wieder einatmen. Halten, dann nimm den Raum hinter deiner Stirn wahr. Öffne links, atme aus, verteil die Ausatmung auf 8 Sekunden. Links einatmen. Halten, Fokus im Raum hinter deiner Stirn, der Sitz deiner Intuition und Weisheit. Rechts ausatmen. Rechts wieder einatmen, halten, vielleicht spürst du ein Licht im Raum hinter der Stirn, links ausatmen. Mach das Ganze noch etwa 2 Minuten lang weiter und versuch dabei zu bleiben, auch wenn der Arm schwer wird. Du kannst gerne in Gedanken die Sekunden zählen, einatmen, 1, 2, 3, 4, halten, 1, 2, 3, 4, ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Dann mach die Runde noch zu Ende. Und wenn du das nächste Mal links ausgeatmet hast, dann beende die Übung. Lass den Arm sinken, gib den Atem frei und spüre nach.
Die Wechselatmung Anuloma Viloma balanciert unseren Energiehaushalt. Sie schenkt uns ein Gefühl der Ausgeglichenheit und Ruhe und verfeinert unser Fühlen. Und vielleicht kannst du das auch in diesem Moment gerade wahrnehmen. Und dann öffne deine Augen wieder. Du kannst mal die Beine ausstrecken, den Sitz lösen, vielleicht die Socken ausziehen und dann zum Stehen kommen. Wir wollen unser Herz-Kreislauf-System jetzt ein bisschen anregen, uns aufwärmen mit 6 Sonnengrüßen. Wenn dir das gleich zu viel ist mit der Atem- und Bewegungskoordination, dann atme einfach frei, so wie du willst und konzentriere dich erstmal nur auf die Haltungen. Ja, einfach nicht so viel nachdenken. Okay, wir beginnen am Anfang der Matte in der Berghaltung Tadasana. Füße hüftbreit und die Handflächen zeigen nach vorn. Atme hier tief ein und dann bring ausatmend die Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, streck die Arme hoch und heb das Herz und den Blick weit nach oben. Ausatmend, beugst du dich nach unten, Knie anwinkeln, setz die Hände zum Boden, lässt den Kopf baumeln. Mit dem Einatmen setz den rechten Fuß weit zurück und leg das Knie ab. Bleib hier für ein paar Atemzüge im Sprinter. Heb das Brustbein nach vorn, schau nach vorn und lass die Schultern nach unten sinken. Du kannst gern auf den Fingerspitzen sein. Dann heb das hintere Knie wieder, atme ein, halte den Atem und setz den linken Fuß zurück, dein Körper wie ein Brett, Beine, Bauch fest. Mit dem Ausatmen senk Knie, Brust und Stirn langsam zur Erde, Ellbogen dicht am Körper. Die Hände bleiben, wo sie sind, leg mit dem Einatmen Becken und Bauch vorn ab, heb nur Brust und Kopf. Und dann drück die Hände ausatmend in den Boden und schieb den Po weit nach hinten oben für den herabschauenden Hund, der Körper wie ein Dreieck. Auch hier bleiben wir kurz, beug und streck gern abwechselnd die Beine, lass Kopf und Nacken locker. Mit dem nächsten Einatmen setz den rechten Fuß nach vorn, vielleicht musst du da auch mit der Hand etwas nachhelfen und gib dann das linke Knie zur Matte. Sprinte auf der zweiten Seite, heb auch hier das Herz und den Blick, die Schultern tief, das Gesicht entspannt. Heb das hintere Knie, einatmen. Und mit dem Ausatmen mach den Schritt nach vorne in die stehende Vorbeuge, gern Knie wieder gebeugt, Scheitel sinkt Richtung Erde. Einatmend aufrichten und du schwingst die Arme hoch und zurück, hebst den Blick. Ausatmend die Arme sinken lassen für die Berghaltung, Handflächen zeigen nach vorn. Wir machen das nun komplett fließend, atme hier nochmal tief ein und bring ausatmend die Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen, streck die Arme hoch, beug dich zurück. Ausatmen, neig dich nach unten, gern Knie anwinkeln, Hände oder Fingerspitzen zur Matte. Einatmen, setz den linken Fuß weit zurück, Knie zum Boden, Blick nach vorn. Atem haltend, Schritt zurück in die Stützhaltung. Ausatmen, leg langsam Knie, Brust und Stirn zur Matte, alternativ alles gleichzeitig ablegen. Einatmen, nach vorn durchschlängeln und Brust und Kopf heben für die Kobra. Ausatmen, über die Knie nach hinten, oben in den herabschauenden Hund, Rücken lang. Einatmen, geht der linke Fuß nach vorn für den Sprinter. Ausatmen, kommt der rechte dazu für die Vorbeuge, die Stirn in Richtung Schienbeine. Einatmend aufrichten, die Arme hoch und zurück. Ausatmend lässt du die Arme sinken, die Handflächen nach vorn. Tief einatmen. Lang ausatmen, Hände zueinander. Einatmen, Arme hoch und zurück, weites Herz. Ausatmen, mit gebeugten Knien nach unten segeln in die Vorbeuge. Einatmen, rechter Fuß weit zurück, Sprinter. Atem halten in den Stütz,
Und ausatmend Knie, Brust und Stirn zur Erde. Einatmen, Kobra, Ellbogen zeigen nach hinten. Ausatmen, herabschauender Hund, Sitzbeinhöcker weit nach oben, gern auch hier Knie leicht beugen. Einatmen, rechter Fuß nach vorn, Sprinter. Ausatmen, linker Fuß dazu, Vorbeuge. Einatmen, aufrichten, Arme strecken. Und ausatmend sinken die Arme wieder. Tief einatmen. Lang ausatmen, Hände zueinander. Einatmen, Arme hoch und Zurückblick mitnehmen. Ausatmen, mit gebeugten Knien nach unten in die Vorbeuge. Einatmen, linker Fuß weit zurück. Atem halten, Stütz. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zur Erde. Einatmen, Kobra, Nacken bleibt lang. Ausatmen, herabschauender Hund, Sitzbeinhöcker weit nach oben. Einatmen, linker Fuß nach vorn, Sprinter. Ausatmen, rechter Fuß dazu, Vorbeuge. Einatmen, aufrichten, Arme strecken. Ausatmen, lässt du die Arme wieder sinken. Die letzten beiden Runden tief einatmen, lang ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme, Herz und Blick zum Himmel. Ausatmen, alles zur Erde. Einatmen, rechts zurück. Atem halten in den Stütz, eine kraftvolle Linie. Ausatmen, langsam alles absenken. Einatmen in die stolze Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechts nach vorn, schau nach vorn. Ausatmen, links dazu. Einatmen, aufrichten, Arme zurück. Ausatmen, Arme sinken. Tief einatmen. Lang ausatmen, Hände zueinander. Einatmen, Arme, Herz, Blick zum Himmel. Ausatmen, alles zur Erde. Einatmen, links zurück. Atem halten, Stütz. Ausatmen, absenken. Einatmen in die Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links nach vorn, schau nach vorn. Ausatmen, rechts dazu. Einatmen, aufrichten, Arme hoch, Brust weit. Ausatmen, lass die Arme sinken. Steh still, schließ die Augen und nimm den Nachklang dieser 6 Sonnengröße wahr. Ja, vielleicht spürst du den Herzschlag besonders oder Wärme oder ein Kribbeln in deinen Handflächen. Ein Zeichen für die Energie, die du freigesetzt hast. Für einen kleinen Moment hier im Stehen entspanne den ganzen Körper, besonders deinen Kiefer, löse die Zunge vom Gaumen, entspann die Stirn und lass die Schultern weich werden. Auch die Arme, die Hände bis in die Fingerspitzen. Dann öffne wieder deine Augen und begib dich in die Rückenlage für eine Bauchmuskelübung. Ja, die Bauchmuskelübungen an dieser Stelle sind dafür gedacht, uns körperlich auf die nachfolgenden Übungen vorzubereiten und uns energetisch zu zentrieren. Stell deine Fersen vorm Gesäß auf, die Füße sind geflext und verschränk die Hände am Hinterkopf. Ja, die Übung heute zielt vor allem auf die schräge untere Bauchmuskulatur ab. Drück den unteren Rücken in den Boden, heb Kopf und Schulterblätter vom Boden weg und lass die Ellbogen weit geöffnet. Atme ein. Mit dem Ausatmen bring den rechten Ellbogen und das linke Knie weit über dir zueinander. Einatmen, Fuß abstellen, zurück zur Mitte.
Ausatmen, linke Ellbogen und rechtes Knie zusammen. Einatmen, Ausgangsposition, Kopf und Schultern bleiben in der Luft. Ausatmen, rechter Ellbogen, linkes Knie zueinander. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Und dann mach das noch ein paar Mal hier für dich. Lass dir schön viel Zeit mit dieser Bewegung. Und das kann ruhig sehr langsam sein, denn wir machen das noch eine ganze Weile. Werd im unteren Bauch ganz kompakt, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und wenn dir das was sagt, kannst du Mula Bandha, den Beckenbodenverschluss, leicht aktivieren. Wenn dir nach einer Pause ist, dann mach eine. Ansonsten versuch noch so eine knappe Minute dran zu bleiben. Ja, komm schön weit hoch mit den Schulterblättern und dreh richtig den Brustkorb zur linken Seite und zur rechten Seite. Und falls du mehr möchtest, könntest du die Ferse auch weiter vorn auftippen. Gleich geschafft, die letzten Atemzüge hier. Sehr gut, dann beende die Runde und leg dich endlich ab. Streck die Beine aus, lass die Zehen nach außen fallen. Leg die Arme ein ganzes Stück weg vom Körper, dreh die Handflächen nach oben. Schließ die Augen und entspanne für einen Moment alle Muskeln wieder. Spür die Wärme in deinem Bauch und lass deine Beine, die Arme, die Schultern, den Kopf schwer in die Unterlage sinken. Atme wieder tief in den Bauch ein. Und aus. Streck dich einmal in die Länge. Und dann zieh die Knie zur Brust und schaukel entweder vor und zurück. Ein paar Mal, bis du vielleicht ohne Hilfe der Hände vorn auf den Füßen landest. Oder du drehst dich auf eine Seite, stützt dich nach oben und wir treffen uns alle im Vierfüßlerstand. Wir üben heute den herabschauenden Hund Adho Mukha Svanasana als Umkehrhaltung. Ist auch eine schöne Vorbereitung für den Kopfstand eines Tages. Setz die Hände nun eine Handlänge weiter vorn auf, spreiz die Finger wie Sonnenstrahlen und dann stell die Zehen auf, schieb den Po nach hinten oben. Beug deine Knie leicht und bring die Sitzbeinhöcker noch ein Stückchen höher. Ja, du kannst dir vorstellen, daran wären Lampen befestigt, die die Decke ausleuchten wollten. Den Kopf kannst du baumeln lassen und dann tu so, als wollten deine Achselhöhlen zueinander zeigen und gleichzeitig drückst du Daumen und Zeigefinger mehr in den Boden und schiebst dein ganzes Gewicht Richtung Füße. Dann bleib hier noch etwa 5 Atemzüge. Ich weiß, das ist anstrengend. Aber versuch dich auf die Atembewegungen im Bauch zu konzentrieren. Einatmend geht der Bauch hinaus, ausatmend geht der Bauch hinein. Dann senk deine Knie langsam zum Boden, auch der Fußspann jetzt wieder auf der Matte. Schieb den Po auf die Fersen, leg die Stirn auf den Händen oder der Unterlage ab. Und gönn dir hier in der Stellung des Kindes einen Moment Ruhe. Entspann die Schultern, entspanne dein Gesicht.
Dann komm schon wieder zurück auf alle Viere. Setz die Hände wieder ein bisschen nach vorn und begib dich nochmal in den herabschauenden Hund. Wir bleiben wieder 5 bis 10 Atemzüge hier. Wenn du dich noch mehr fordern möchtest, dann heb nun ein Bein nach hinten oben. Schieb die Ferse aktiv raus und bleib so. Drück dich auch raus aus deinen Schultern und vom Gefühl her schiebst du wieder dein ganzes Gewicht nach hinten und oben. Wenn du das mit dem einen Bein machst, vergiss nicht, die Seite nun zu wechseln. Lass ruhig den Kiefer außerdem nochmal schön locker und schick hier die letzten Atemzüge in den unteren Bauch ein und aus. Dann senk beide Füße, beide Knie wieder zur Matte und begib dich noch einmal in die Stellung des Kindes oder setz dich einfach auf deine Fersen, mach die Augen gern zu und spüre, wie sich innerlich wieder alles zurechtruckelt. Öffne deine Augen wieder, komm vielleicht aus der Stellung des Kindes nach oben und dann setz dich auf deinen Po oder auf ein Kissen und streck die Beine nach vorn. Wir machen weiter mit der sitzenden Vorbeuge, Paschimottanasana. Zieh deine Zehen hier einmal schön Richtung Kopf und heb Brustbein und Scheitel nach oben, so dass der Rücken richtig lang wird. Wenn es nur schwer geht, dann beug die Knie so an, wie du das jetzt brauchst, um den Rücken aufzurichten. Streck deine Arme hoch und wachse mit dem nächsten Einatmen nochmal nach oben. Mit dem nächsten Ausatmen beug dich aus der Hüfte heraus nach vorn, lass die Arme wieder sinken und greif was, wofür du dich nicht rund machen musst. Einatmend wird das Herz nochmal nach vorn hin weit, Schultern ziehen zurück. Ausatmend tauchst du ein bisschen tiefer ein, ist von außen vielleicht gar nicht sichtbar. Einatmend nochmal länger im Rücken werden, ausatmend die Dehnung verstärken. Ja, vom Gefühl her möchte dein Brustbein Richtung Zehenspitzen. Ist also eher eine Bewegung nach vorn als nach unten. Und achte gut auf deinen Körper. Vielleicht musst du die Knie auch noch mehr beugen. Und vielleicht spürst du, wie deine Muskeln nach 9, 10 Atemzügen etwas nachgeben und weicher werden. Wir sind hier in einer sehr fordernden Haltung, einer Position, die für Hingabe steht, für Demut, aber auch für Ausdauer und Geduld. Und auf körperlicher Ebene werden die Bauchorgane hier schön massiert und so die Verdauung angeregt. Also atme für die letzten Momente hier ruhig nochmal ein bisschen tiefer in den unteren Bauch ein und aus. Dann lass dir Zeit, um dich allmählich wieder aufzurichten. Stütz dich mit den Händen hinter dir ab und stell die Füße dort auf, wo zuvor deine Knie waren. Heb als kurze Gegenbewegung einmal den Po an, so hoch du kannst für den Tisch. Halte das, atme weiter, spann den Po richtig an. Komm noch ein bisschen höher. Atme ein. Und dann setz dich mit dem Ausatmen schon wieder ab. Nach der Vorbeuge kommt nun eigentlich eine ganze Rückbeugensequenz. Ich habe uns heute eine Haltung davon rausgesucht, nämlich die Heuschrecke Shalabhasana in einer ganz besonders schönen Variante. Leg dich dafür auf deinen Bauch. Und streck die Arme wie ein V neben dem Kopf nach vorn aus. Handflächen schauen sich an und dann heb die Stirn etwa 10 cm oder ein bisschen weniger vom Boden.
Mit dem Einatmen heb den linken Arm und gleichzeitig das rechte Bein so hoch du kannst. Mit dem Ausatmen senk Arm und Bein wieder zum Boden, Kopf bleibt in der Luft. Einatmen den rechten Arm und das linke Bein nach oben und gleichzeitig auch in die Länge. Ausatmend wieder ablegen. Der Nacken bleibt immer faltenfrei. Wir machen das noch einige Male, jeder in seinem Rhythmus und ohne Eile. Und finde mit dem Einatmen immer wieder eine maximale Körperspannung von der Fußspitze bis in die Fingerspitze. Und denk immer erst an Länge und dann an Höhe. Du hast es vielleicht schon befürchtet. Mit dem nächsten Einatmen heb einmal alles an. Beide Beine, beide Arme und den Kopf noch ein Müh höher. Wenn es zu viel ist, gerade für die Schultern, öffne die Arme weiter oder leg sie ab. Aber heb die Beine noch ein Stückchen höher. Streck sie nochmal richtig lang, Fuß lang. Spann den Po an, atme. Dann atme noch einmal ein, um alles nochmal anzuheben und löse mit dem Ausatmen auf. Mach ein Kissen mit den Händen, wieg vielleicht das Becken ein paar Mal hin und her. Spür den Empfindungen in deinem Körper nach. Lass alle Anspannung wieder gehen, die Muskeln, die Gelenke wieder vollkommen durchlässig und gelöst. Dann stell nun die Hände unter den Schultern auf und schieb dich zurück nach oben auf alle Viere. Wenn du möchtest, mach einen kleinen Zwischenstopp in der Stellung des Kindes. Und dann treffen wir uns gleich oben im Sitzen. Du kannst gern wieder dein Kissen nutzen. Ja, wir kommen gleich zum Drehsitz Ardha Matsyendrasana neben der sitzenden Vorbeuge, eine der energetisch wirksamsten Übungen. Und zugleich auf körperlicher Ebene sehr heilsam für den Rücken. Okay, im Sitzen angekommen, streck das linke Bein aus, zieh das rechte zu dir ran und stell den Fuß außen an den Oberschenkel oder das Knie. Flex den linken Fuß, stütz dich mit der rechten Hand hinter dir ab, ohne nach hinten zu kippen. Das Brustbein strebt schön zum Himmel. Atme ein, heb den linken Arm. Und heb auch den Scheitel noch eine Idee höher und dann dreh dich ausatmend nach rechts, leg den Arm um dein Bein. Schließ dir, wenn du möchtest, die Augen, atme ein, wachse gefühlt nochmal nach oben. Atme aus, dreh dich etwas weiter nach rechts, rechtes Schulterblatt sanft zurückziehen. Lass den Atem bis hinab in den Bauch fließen und spür wieder, wie auch in dieser engen Drehung der Bauch weit und groß wird, wenn du einatmest. Und wie er sich zur Wirbelsäule zurückzieht, wenn du ausatmest. Einatmend dehnt sich der Bauch aus. Ausatmend zieht er sich zurück und du kannst die Drehung vielleicht noch etwas mehr vertiefen. Nimm auch die Atempausen wahr, den Moment der Stille nach jedem Einatmen und den Moment der Stille nach jedem Ausatmen. Atme hier noch einmal tief ein, lang aus und dann löse die Haltung langsam auf. Wir wechseln die Seite, streck das rechte Bein aus, flex gleich den Fuß, zieh das linke ran und stell den Fuß außen an, den Oberschenkel oder das Knie.
Stütz dich mit der linken Hand ab, ohne zu viel Gewicht reinzugeben. Brustbein strebt nach oben, atme ein, heb deinen rechten Arm und heb auch den Scheitel nochmal. Und dann dreh dich aus, atme nach links, leg den Arm um dein Bein. Atme ein, wachse noch einmal mehr nach oben. Ausatmen, dreh dich weiter nach links, zieh das linke Schulterblatt zurück. Erlaube deinem Atem wieder bis hinab in den Bauch zu strömen. Und spüre auch auf dieser Seite, wie der Bauch weit und groß wird, wenn du einatmest, und wie er sich zurückzieht, wenn du ausatmest. Nimm auch hier nochmal die Atempausen wahr. Den Moment der Stille nach jedem Einatmen und nach jedem Ausatmen. Atme in dieser Position ein letztes Mal tief ein und lang aus. Dann löse die Haltung langsam auf. Komm nun zum Stehen für unsere letzte Haltung, dem Dreieck Trikonasana. Du siehst, wir arbeiten uns im Hatha-Yoga körperlich von unten nach oben und energetisch von oben nach unten. Komm in eine Grätsche. Nun heb einatmend beide Arme nach oben und beug dich ausatmend nach rechts. Lass die rechte Hand aufs Bein sinken und zieh den linken Arm richtig schön lang zur Seite. Dreh den Brustkorb etwas nach oben, zieh dein Schambein sanft zum Bauchnabel. Und wenn du nun neben der Flankenstreckung nochmal die seitliche Rumpfmuskulatur spüren willst, dann streck auch den rechten Arm neben dem Kopf zur Seite. Egal wo du bist, finde noch für 2, 3 Atemzüge Ruhe in dieser Haltung. Dann komm mit deinem nächsten Einatmen zurück nach oben, streck die Arme hoch, neig dich ausatmend nach links, lass die linke Hand sinken, zieh den rechten Arm lang bis in die Fingerspitzen. Den Brustkorb etwas nach oben drehen, Schambein sanft hoch Richtung Bauchnabel ziehen und beug dich noch ein bisschen mehr zur Seite. Und wenn du das auf der ersten Seite gemacht hast, dann streck nun auch hier den zweiten Arm neben dem Kopf zur Seite und bleib noch für ein paar ruhige, tiefe Atemzüge. Komm mit dem nächsten Einatmen zurück zur Mitte, die Arme hoch und lass ausatmend deine Arme wieder sinken. Begib dich nun in die Rückenentspannungslage für Shavasana, unsere Schlussentspannung. Wenn du möchtest, deck dich gern zu. Wir wollen hier unserem System zum Ende der Praxis die Möglichkeit geben, alles zu verdauen und sacken zu lassen. Dann öffne die Füße mindestens mattenweit, die Zehen fallen locker nach außen. Leg die Arme ein ganzes Stück weg von deinem Körper, dreh die Handflächen nach oben. Wir üben noch eine Kompaktversion der progressiven Muskelentspannung. Dafür spann beide Beine nun so fest an, wie du kannst. Zieh die Zehen zum Kopf, drück die Fersen in den Boden und halte die Spannung. Heb zusätzlich den Po, spann ihn an, so fest du kannst, halte, heb zusätzlich die Arme an, spann die Arme so fest an, wie du kannst, mach Fäuste, spann das Gesicht an, zieh alle Muskeln zur Nasenspitze, dann atme tief ein, halte auch den Atem und die Spannung, spreiz jetzt die Finger, reiß Mund und Augen auf, streck die Zunge raus, atme lösend durch den Mund aus, lass alles fallen, der ganze Körper wieder locker. Roll den Kopf ruhig nochmal von links nach rechts.
bis du eine gute Position gefunden hast. Ruckel auch Schultern und Gesäß nochmal zurecht. Und dann lass allmählich Ruhe einkehren. Schließe sanft deine Augen. Und wiederhole die folgenden Sätze im Geiste. Ich spüre meine Füße, meine Beine und mein Gesäß. Meine Füße, meine Beine und mein Gesäß sind vollkommen entspannt. Ich spüre meinen Bauch, meine Brust und meinen gesamten Rücken. Meinen Bauch, meine Brust und mein gesamter Rücken sind vollkommen entspannt. Ich spüre meine Schultern, meine Arme, meine Hände. Meine Schultern, meine Arme und meine Hände sind vollkommen entspannt. Ich spüre meinen Kiefer, meine Augen und meine Stirn. Mein Kiefer, meine Augen und meine Stirn sind vollkommen entspannt. Ich spüre meine Gelenke und meine Organe. Meine Gelenke und meine Organe sind vollkommen entspannt. Ich spüre meinen ganzen Körper. Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Und so verweile in diesem Zustand tiefer Entspannung, in einer angenehmen Schwere und Schwerelosigkeit zugleich in Stille.
einen Moment regungslos. Wiederhole in Gedanken einige Male den Satz: Ich bin gut, so wie ich bin. Dann vertiefe nun deine Atmung. Beginn den Körper zu bewegen, die Finger, die Zehen, die Hand- und Fußgelenke. Streck und reck dich. Stell die Füße auf und dreh dich noch einmal auf die rechte Seite. Mach ein Kissen mit dem unteren Arm und verweile kurz in diesem wundersamen Moment des Übergangs nach der Schlussentspannung. Dann stützt dich auf und komm langsam nach oben zum Sitzen für den Abschluss. Wir beenden die Yoga-Praxis mit dreimal Om und nach dem dritten Om dreimal Shanti. Shanti bedeutet Frieden und ich möchte dich einladen, diese drei kraftvollen Om dem Frieden zu widmen. Richte dich auf, atme zuvor noch einmal tief zur Mitte des Herzens ein und vom Herzen aus atme aus. Das erste Om für den Frieden in dir selbst. Atme ein. Om. Das zweite Om für den Frieden unter allen Lebewesen. Das dritte Om für den Frieden von Mutter Erde. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Leg die Hände vor dem Herzen aneinander und senk den Kopf. Einen Gruß an den Meister, in dessen Tradition wir heute geübt haben. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Und auch einen Gruß an dich und an den Meister, an die Meisterin in dir selbst. Ich danke dir, dass du heute wieder mit mir geübt hast. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.